So, Verbände 19. Ich schau mal hier nach. Wo das letzte Pflaster sein könnte. Aber es muss auf jeden Fall in der Dark World sein, weil in der Light World hatte ich 11 von 20. So, normalerweise sollte man das Level halt hier so spielen. Die Schlüssel dabei einsammeln, den Ventilator falsch machen und dann ganz normal da hoch. War hier unten was? Nee. Nein. Gut, dann gehen wir einfach mal rückwärts. Okay, ich glaube, hier war nix. Aber ich kann ja mal gucken. Nein. Hier könnte ich mir vorstellen. Wobei. Nee. Aber hier habe ich keinen Abfluss. Zu früh. Da, so weit. Was tut man nicht alles für 106% in Meat Boy? Haben wir noch keine A-Plus. Vielleicht ist der Weg ja hier nicht schneller. Könnte sein. Aber dafür ist er cooler. Nein. Ich mag die Stelle nicht. Jetzt aber. Nein! Ups. Den Laser bin ich auch noch nicht gesprungen. Aber dafür jetzt zweimal hintereinander. So, jetzt aber. Das ist er. So, hier mal reinschauen. Oder hab ich?
So viele Laser. Welches Krankenhaus hat denn so viele Laser? Aber ich glaube, hier gibt es auch kein Pflaster. Aber das denke ich mir öfters so. Einfach weil das Level kurz ist. Da unten ist gleich das Ziel. Ja. Und am Ende ist dann doch was da. So. 14. Ich hoffe nicht, dass hier was ist. Nein. Gut. Aber da wäre ich weinend nach Hause gegangen. Hier vielleicht? Weil ich hier schon so schnell durch bin. Warte mal. Boah, war das jetzt hier schon oder erst später, wo Bandage auch später erst ins Spielfeld reinkommt? Ich weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall ist da oben ziemlich viel Party. Aber ich warte mal bis 50. Dann sollte man das ja sehen können. Aber ich schätze weniger. Zwar erst später, oder? Ja. So, hier war es unten. Das habe ich doch schon. Ja. So, die 11. Hier vielleicht? Dürfte aber nicht sein. Dürfte und doch. Hey. Ich werde dich finden, Pflaster. Hier vielleicht? Nö. Vielleicht ja doch hier. Weil ich umgegangen bin. Die Level hier sehen ja schön aus und so, aber hier kann man auch gut was verstecken. Vielleicht hier oben. Nein. Hier unten. Oder war das hier das Level, wo du warten musstest? Die Stelle hier oben sieht verdächtig aus. Naja, so viele Level sind es ja nicht mehr. Hier hinten vielleicht? Nein. Ja, so viele Möglichkeiten sind es ja nicht mehr. Ah, vielleicht hier, weil ich außenrum gegangen bin. Ja, da unten. Ich habe dich gefindigt. So. Yeah, und Ablass. 8-Bit, Meat Boy. Ups. So, und jetzt der Boss hier. Chad.
Dieses Lächeln. Oh, stimmt. So. Es wäre sogar gerade möglich gewesen, mit den Schlössern da oben schon auf die rechte Plattform zu kommen, mit dem Schlüssel. Meinte ich. Da war es erst eine Stage weiter oben. Auf jeden Fall, wenn man die Stage auswendig kann, ist es möglich, ein bisschen schneller zu sein als regulär. Das war knapp. So. Ja, geh du mal ein bisschen baden. Hier rechts hin. Achso, da links ist auch noch einer. Zack. Und Chad ist besiegt. Ja, oh, dieser Humor. Welt 2 auch komplett. Oh yeah. Die Salzfabrik. Level 3. Charakter wechseln. Wieso kann ich hier keinen 8-Bit-Meatboy auswählen? Bei der Unverschämtheit. Runde 2 für A+. Das übliche halt. So, was war hier? Ah. Ich muss eh eine zweite Runde machen für Abloss, oder? Jawohl. Jetzt werden die Zeiten ein bisschen knackiger. Und trotzdem gehe ich hier rein. Oh Mann. Gut. So, und jetzt kommen Flurförderbänder dazu. Und später kommen dann
die ersten Gegnerarten, die das Leben wirklich zur Hölle machen. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob es ein Abfluss war. Ja, egal. So. Das Pflaster können wir erst später holen, wenn wir gewisse Charaktere erst freigeschaltet haben. Hui. Warte mal. Warte mal, ich hab doch richtig gesehen, oder? Haha. So, hier ist das Beispiel, von dem ich vorhin erzählt habe. Einfach so springen bringt nichts, um ans Pflaster dran zu kommen. Ich muss die Seite vom Block hier nutzen, um ein bisschen höher zu kommen. So, ich glaube das gleiche auch hier, damit ich überhaupt auf die andere Seite komme. Boah, 2015, der Soundtrack sieht ja geil. Holy moly. Und zu kurz. Gut. Ablos Hand. So, den Schlüssel lasse ich mal fallen. Hui. Oh. Das Level mag ich nicht. Das kann jetzt eine Weile dauern. Okay, abgelogen. So, ich glaube, hier war auch wieder ein Pflaster, was ich... Oder die Warp... Moment. Ne, die Warp, da komme ich ran. Mit ein bisschen Glück. Aber erstmal A+. Charakterwechsel. War der das hier, der so einen komischen Jump hatte? Ja, mal gucken. Ja, der hat so einen Doppeljump. Da könnte ich eventuell schon auch das Pflaster holen. Oh, da war ich so langsam. Sehe ich das gerade richtig? Der hält sich mit seinem Hintern an. Alter, warte fest. Wie cool ist das denn? Oder ich muss es mit Commander Video machen, weil ich ein bisschen schneller mit ihm bin. Tschüss. Okay. Machen wir Commander Video. Ach, meine Taste ging nur nicht. Okay. Ach, das Level. Oder besser gesagt, die Warp Zone. So, die Warp Zone ist jetzt ein bisschen fieser, weil ich muss mich von der Wand entgegen abspringen, damit ich überhaupt ans Pflaster drankomme. Und das am besten auch noch ganz weit unten. Dabei aufpassen, dass ich nicht in die Wand verschwinde oder so spät abspringe. Droop. Hey. So, weil das Spiel ja lustig war, jetzt nochmal auf der anderen Seite. Aber diesmal mit der Besonderheit, dass ich
nicht die ganzen Steine hier kaputt mache. Ansonsten komme ich nicht weiter nach oben. Wie?